Grüß dich, Martin. Ja, Vinzenz. Du sag mal, bist du Hertha begegnet? Ich bin mit ihr hier verabredet. Nein. Die Auto ist nicht da, der wird sie wohl ins Dorf gefahren sein. Balduin ist auch nicht da. Was? Sag mal, was ist denn mit deinem Auto passiert? Ja. Oh, ich hab gedacht, wenn alle Leute das machen würden, dann... Oma, ja. Wo ist denn Balduin? Balduin, ich hab ihn gerufen und ich hab ihn gelockt und ich bin ihm nachgelaufen und hab ihn auch gesucht überall, aber er ist weggelaufen in den Wald. In den Wald? Balduin! 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 Mein Gott, ich muss doch heute noch in München sein. Die werden sich doch bestimmt fragen, wo ich bleibe. Wenn ich denen erzähle, dass ich Balduin im Wald verloren habe. Oh Mann, nicht auszudenken. Weißt du, wir rufen einfach im Zoo an und bitten sie, ob du noch einen Tag länger bleiben kannst. Hm? Und wenn wir ihn heute nicht mehr finden? Ich kann ihn doch nicht die ganze Nacht im Wald lassen. Die Nacht wird nicht kalt, er überlebt das schon. Und morgen finden wir ihn ganz bestimmt. Der Hunger wird ihn schon zu uns zurückbringen. Habt ihr denn mal was über Tierfänger in der Gegend gehört? Oder beobachtet? Also, mir ist da nichts bekannt. Es kommt schon mal ein Viech weg. Ja, in letzter Zeit öfters. Das war. Ja. Aber jetzt macht er keine so großen Sorgen, Andrea. Wir werden dir da schon helfen, gell? Wir fragen überall rum, sagen an jeden Bescheid, dass er die Augen aufhält und pass einmal auf. Braucht sie mir alle her? Das ist nämlich eine Riesensauerei. Jetzt, wo der Rombach verletzt im Krankenhaus liegt und dann... Ja, danke jedenfalls. Und wenn ihr was hört, dann... Sagen wir dir natürlich Bescheid, ist doch klar, Andrea. Klar. Danke. Ciao. Servus. Andrea. Hallo, Fred. Entschuldige, du, ich hab dich vorhin gar nicht gesehen. Hier schreibst du also deine Artikel. Gestohlene Haustiere. Na, in Zwischenhändlern zu klauen. Ja, und? Naja, die gestohlen. Mehr weiß ich allerdings auch nicht. Dann könnte die Eika ja hier noch in der Gegend sein. Hoffentlich störe ich euch nicht. Komm her, setz dich hin. Ich will ganz kurz noch mal was fragen. Du kommst genau richtig. Du hast da bestimmt noch nichts gegessen, komm. Oh, was lieb von dir, aber ich muss wirklich gleich wieder weg. Okay. Sag mal, Vinzenz, kennst du im Umkreis von Grafenau einen leerstehenden Bauernhof? Oder irgendwas, was sich als Versteck für gestohlene Tiere eignen würde? Da muss ich mal nachdenken. Warte mal. Die Mühle, das Zementwerk und der Zieglerhof. Eika! Wieder nichts. So ein Mist. Eika? Eika? Schön brav sein, zu dir komme ich gleich.